So, willkommen zu einer neuen Folge vom Klaatu Channel. Wieder bei Elite Dangerous. Wie angekündigt, sollte heute eigentlich ein Piraterie-Video kommen. Das habe ich auch wirklich probiert, versucht, Systeme zu finden. Ich nehme das ja hier auf dem Sonntag auf. Jetzt, ja, den Sonntag auch noch hochladen, denke ich mal. Ja, so, dass ich, ja, nur ein Fazit gebe jetzt. Wir konnten jetzt wirklich keine Punkte in der Open finden, wo wirklich Spieler waren, wo wir die abfangen können. Wir waren in einem System, wo abgegeben wurde. Am Vormittag, am Nachmittag, jetzt am Abend, wo die Taktung kürzer wurde. Wir haben jetzt hier mit Inara gearbeitet. Und ja, es war nichts los, sage ich mal. Jetzt gerade sind wir jetzt bei der Primetime und einfach keine Aktivität da. Entweder sind, also die müssen wahrscheinlich denn in den privaten oder Einzelspielergruppen jetzt abgeben. So kommt mir das jetzt stark vor. Wir sind hier auch im Mining-Gebiet jetzt gerade zum Schluss. Wir haben es mal beim Doppelpalanit probiert, wo der Palanitpreis auch unten ist. Aber wir finden hier einfach nichts mehr, was wir hier ziehen können. Funktioniert nicht. Überhaupt nicht. Deswegen habe ich auch jetzt überlegt, machen wir da noch einen Tag später irgendwas oder ja, oder einen anderen Tag oder so, aber ehrlich gesagt habe ich da jetzt so keinen Bock mehr drauf, weil hier wirklich tote Hose ist im Pirateriebereich zum Beispiel, ne? Irgendwie in der Open hier irgendwas noch zu machen. Und daher werden wir das leider beenden. Erstmal, solange die Preise so unten sind, ist das unwahrscheinlich, dass wir hier großartig Leute ziehen werden, sage ich mal. Weil, ja, es gibt wahrscheinlich auch wenige Miner. Es gibt ja jetzt hier auch sehr viel Tauinenkrieg, wo die Leute da involviert sind, sich da mehr für interessieren. Da gibt es ja auch weitaus mehr Geld. Schnelleres Geld, besseres Geld, weitaus besseres Geld sogar. Und daher lohnt sich das für die meisten nicht mehr zu minern. Das ist das Problem hier gerade, weil die Preise gerade tot sind. Das ist leider so. Ich hätte da gerne noch wenigstens eine Aufnahme gehabt, wo ich mal einen ziehe. Ich hatte mir das schön zusammengebaut hier, die Clipper, so wie man sie denn gebrauchen kann. Es hätte auch so funktioniert, aber es ist aber leider einfach nicht möglich, da großartig was zu starten. Das ist leider das Fazit dieses Videos. Wie werden wir jetzt in den nächsten Videos jetzt vorgehen? Ich hatte jetzt auch wieder noch an die Sache hier mit der 44. gedacht, so ein bisschen was auf dem Boden. Das werden wir erstmal pausieren. Die BGS da mit der 44. Wir werden jetzt demnächst wieder mehr gegen Tauin vorgehen, weil das doch ja, interessanter ist oder so, uns auch selber mehr Spaß macht. Und ja, vielleicht auch mehr gesehen wird. Deswegen gehen wir da jetzt wieder ins Tauin-Gebiet und werden da wieder angreifen. Ich überlege jetzt noch, gerade mit den besseren Scannern, vielleicht auch hier die Clipper zu nutzen. Panzerungstechnisch kann man da was machen. Und mit den mehrfach, weil wir ja den besseren Scanner haben und können das ja einscannen, können wir da wenigstens was mit Multi-Cannons machen. Oder eine setzen wir auf Fixit oder irgendwie sowas. Ich habe da immer Bock, was mit der Clipper zu machen. Und das werden wir leider erst im nächsten Video jetzt sehen. Also wir werden jetzt daher halt dann kein Piraterie haben denn. Und werden denn hier das Schiff denn zweckentfremden für den Tauin-Krieg. Das ist natürlich schade, weil ich hätte da gerne noch so wieder weitergemacht im Pirateriebereich. Aber gerade durch die Preise, das ist unwahrscheinlich, dass hier Leute in der Open sind. Vielleicht in Horizons oder sowas. Dass da noch Leute sind, aber hier in Odyssey und mit den Preisen, das ist alles, weiß nicht lukrativ genug. Und wie gesagt, jetzt hier auf dem Sonntag, das ist ja wirklich die Zeit, wo ich glaube, die meisten Spieler sind. Und ich sehe hier einfach, nicht, dass wir da großartig was machen können.
Ja, schade. Wirklich schade. Ich hatte sogar schon eine Aufnahme gemacht, wie ich wo ich die Settings erklärt habe. Was ich hier eingebaut habe. Aber das können wir uns jetzt hier knicken, würde ich mal sagen. Und wollte auch das schlechte Fazit hier beibringen, weil es ist einfach Kacke. Wie halt in diesem Interview auch schon gesagt, es ist wirklich tot. Vor einem Jahr, wo vielleicht die Preise noch einigermaßen okay waren, da ging das noch. Aber jetzt ist das einfach extrem unlukrativ geworden. Das sogar hier in meiner Gebiet sehe ich hier kaum Spieler. Was auch dreist ist, haben wir auch oft mal gemacht. Und ja, da waren die noch, haben die noch nächstes Mal was drin gehabt. Wir saßen da schon an denen ihrer Backe da, so, ne, weil einfach in den Systemen da nichts los war. Und ja, und nicht mal hier ist was los. Das ist. Es ist tot. Es ist leider tot, das PvP-Piraterie-Geschichten da. Das ist wirklich sehr schade, weil es doch ein PvP-Aspekt war, der meiner Meinung nach Spaß gemacht hat. Und der hier leider nicht mehr funktioniert. Ja, wie gesagt, im nächsten Video gucken wir uns wieder den Itagoin an. Wir werden hier mal gucken, was wir hier machen. Vielleicht ein kleines Schild drauf und viel Panzerung. Die Klippe hat ja auch die Panzerungsmöglichkeit da mitzuhalten, denke ich mal. Wir müssen halt hier mit einem Scanner machen und Gimbelt. Aber da haben wir Bock drauf, das mal zu testen auf jeden Fall, ob es mit der Clipper hier funktioniert. Ansonsten, ja, enttäuschendes Video, aber was soll's, ne? Ist halt so. Dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Haut rein und macht es gut.